Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, wir sind gerade im Zeltlager unterwegs, gehen hier nach Möglichkeiten zumindest den Mutanten hier aus dem Weg. Ich könnte hier über mir speichern zumindest mal. Und zwar, wir speichern das hier bestätigen über. Ja, mittlerweile, wir sind an Tag 9, beziehungsweise eigentlich müsste schon wieder Tag 10 sein. Extrem viele Zelte, extrem viele, aber nichts, was uns irgendwie jetzt... Was ist das hier? Ein Grill? Weiterbringt, ein Kochtopf. Bisschen Fleisch. Noch ein Grill. Hier hat einer gegrillt. Mache ich heute übrigens auch noch. 5 Kilo Pulled Pork kommen heute bei mir noch auf den Grill. Ein schwebender Vogel. Gut. Hier gibt es Kannibalen auf der Insel. Wieso soll es dann auch keine schwebenden Vögel geben? Okay, er kann fliegen. Gott sei Dank. Ist das gruselig. Kannibalen gehen hier noch. Mutanten gehen. Kannibalen-Mutanten gehen auch noch. Aber so ein schwebender Vogel... Da habe ich Angst vor. Okay. Hier sollte irgendwo eine Höhle mit Wasserfall sein. Die allerdings bei Höhlen... Höhlen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Also wir können uns ja mittlerweile wirklich eigentlich ganz gut verteidigen. Beziehungsweise wir sind zumindest noch nicht gestorben. In der Hoffnung, dass das Ganze auch so bleibt, will ich jetzt mein Glück nicht unbedingt herausfordern und mir in eine Höhle reinwagen. Vor allem muss ich erstmal schauen, wie ich mir eine Fackel baue. Ich weiß, wie ich mir eine Fackel baue mit einem Stock Alkohol und ein Stück Stoff. Würde ich zwar eine Fackel bekommen, aber ich traue der ganzen Sache nicht so ganz. Vor allem den Höhlen, weil ich nehme an, dass die tagsüber nämlich in die Höhlen gehen. Ich weiß nicht, ob meine Vermutung da richtig ist oder falsch ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die, weil die nicht in den Dörfern sind, dauerhaft, tagsüber, dass die sich halt in die Höhlen zurückziehen und eher nachts dann unterwegs sind, was ja auch der Fall ist. Vor allem, die sind nämlich auch lichtscheu so ein bisschen. Gut, wäre ich als fleischfressender... Mutant, Mensch, auch irgendwie. Wäre zumindest nicht mein Favorit. So, dann schauen wir uns mal so ein Wasserdorf an. In Hoffnung, dass hier auch keiner ist. Zumindest, wenn einer ist, dann vielleicht einer. Zwei sind auch okay. Ab drei wird es, glaube ich, schwierig und kompliziert für mich. Ein, zwei gehen. Das heißt, es gibt verschiedene Dorf... Was ist das da oben? Da ist was Rotes. Was ist das denn? Hört das so? Ein Koffer? Was ist das? Da kann doch kein Mensch drin pennen. Hier ist zumindest schon mal keiner. Und hier wäre auch so ein Wasserfall. Ist hier eine Wasserfallhöhle? Kann ich das hier trinken? Ein Stein. Ist ein Fluss. Oh. Boah! Ich habe einen Koffer weggekickt. Okay. Nein, du sollst... Bingo. Den Koffer aufmachen. Ein Tennisball. Ich hasse diese Tennisbälle. Wir sind echt... Es war ja ganz am Anfang so, am Flugzeug selbst, da waren 10 Millionen Tennisbälle. In jedem Koffer war ein Tennisball. Ich muss mit irgendwie so einer Tennismannschaft durch die Gegend gereist sein wohl im Flugzeug. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Es wird gerade übrigens dunkel und ich möchte eigentlich ungern in so einem Dorf sein, wenn wirklich die Leute hier nämlich zurückkommen, wenn es dunkel ist. Ich könnte mir einen Unterschlupf bauen, wo ich drin penne. Wobei, das ist hier auch... Ganz ehrlich, das ist für mich kein Dorf. Eine Anzeige, wie weit ich von meinem Zeug weg bin. Ja, auch ganz cool. Aber das ist, glaube ich, zu viel verlangt. Oh, eine Falle. Noch eine Falle. Die fangen wohl hier auch Krebse. Okay. Ja, Richtung Heimat komme ich nicht mehr. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig. Komme ich hier den Berg eigentlich hoch? Weil ich hier gerade unten so schön im Wasser rumstapfe. Nee. Not really. Vielleicht wieder nur irgendeine Echse. Wir laufen mal hier unten entlang. Problem ist, gerade an so markanten Punkten. Ist auch gerne mal ein Mutant unterwegs oder ein... ein Kannibale unterwegs. Fleischfresser. Vielleicht, wenn er kein Fleischfresser ist. Der Kannibale. Na, hat er verloren. Deswegen, weite offene Plätze sind zwar gut für mich, allerdings auch gut für die. Sollte man sich halt immer vor Augen halten. Wir gehen mal zurück. Ich habe letztendlich nämlich noch den einen oder anderen Weg, den ich sowieso auch gehen muss, wenn ich wieder, also von meinem Haus letztendlich zurück. Hier hinten fangen nämlich schon die Berge an mit dem Schneegebiet. Und ich glaube, fürs Schneegebiet bräuchte ich ein paar andere Klamotten.
Weil man kann natürlich auch in dem Spiel, das haben wir in der ersten Folge, glaube ich, sogar schon gelernt, kann man frieren. Und frieren und Schnee oder Wasser, Schnee und ohne richtige Klamotten ist schwierig. Dieses Licht da Absicht? Dann leuchtet es ein bisschen stärker. Das ist auch geil. Innerhalb von einer Sekunde ist Zappenduster in dem Spiel. Ich habe Hunger, ja, wir haben noch genug Nahrung, also Wasser habe ich. Wasser, ich schwimme im Wasser. Nahrung habe ich auch noch. Kannst du schneller schwimmen? Ja, kannst du. Und jetzt ist halt dunkel. Hier ist kalt. Wieso hältst du die Hand, wenn dir kalt ist? Hm, okay. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Wie sie sehen sie immer noch nichts. Das ist nicht effektiv. Gut, im Wasser sowieso nicht. Die Frage ist halt, wie weit mein Haus weg ist. Wir sind jetzt relativ weit gekommen in den letzten 2, 3 Folgen. Das ist schon ein Stück. Gut, wenn mir kalt ist, ist das Problem, dass meine Energie dauerhaft sinkt. Und meine Nahrung natürlich auch sinkt, wenn, vor allem wenn ich schnell schwimme. Muss aber sein. So, ich könnte ein Feuer machen, das würde mich zwar wärmen. Würde ich sogar hinkriegen mit meinen ganzen Stöcken und alles. Aber auch nicht so sonderlich viel. Komm, wir hauen jetzt zumindest mal einen Snack rein. Wir müssen noch ein bisschen schwimmen. Ich muss abkürzen, so weit, wie es nämlich geht. Boah, da ist nur irgendein Ast oder sowas. Sind wir entdeckt? Wo? Ich hasse dieses Spiel. Ah, eine Hase. Ganz toll. Okay, wir sind, glaube ich, an dem Fluss, wo sich gabelt, oder? Ja. Und da hinten ist mein Häuschen. Wir sind... Scheiße. Da waren zwei. Zwei von diesen Grauen. Da laufen sie. Ist die Frage, haben die mich jetzt schon gesehen und holen die Verstärkung oder haben die mich noch nicht gesehen und ich bin relativ sicher im Moment. Das ist halt immer das Problem. Auf jeden Fall zu Hause wäre ich relativ sicher. Wir müssen mal Verteidigungsanlagen, also unser nächstes Ziel wird erstmal sein, Verteidigungsanlagen zu bauen, damit wir mal unsere To-Do-Liste ein bisschen abhaken können. Timmy finden, gut, wenn wir Timmy gefunden haben, ist das Spiel, glaube ich, rum, würde ich mal behaupten. Wir schauen mal. Ich kann mal mit Speer nach ihr werfen. Habe ich keine Ausdauer mehr? Bleib da! Ja auch noch rumschreien wie sonst was. Was ist das? Ist mir kalt? Ah ja, ich zitter. Okay. Ja, mir ist kalt. Du bist blutüberströmt. Wasch dich, um die Infektion zu... Um eine Infektion zu vermeiden. Okay. Ja, das können wir dann machen im Fluss. Dir ist kalt. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Wenn hier eine dauernd irgendwelche Mutanten rumrennen würden. Oder Kannibalen. Ich bleibe jetzt bei Mutanten. Ich weiß nicht. Mittlerweile bin ich auf Mutant. So, da ist unser Häuschen. Problem ist, dass sie auch liebend gerne diese Kannibalen rumrennen an meinem Häuschen. So, die ist auf jeden Fall nicht entkommen. Das heißt, ich kann keine Verstärkung mehr rufen. Also bezweifle ich, dass sie kann. Okay, wir gehen jetzt erstmal zurück, machen uns dann das Feuerchen an, werden uns wärmen. Und ein bisschen Ausdauer lasse ich mal übrig, nicht, dass sie wieder vor meiner Haustür campen. Okay. Tür könnte man auch zumachen. Durchaus. So, Feuerchen machen. Oh, das Ding. Waschen können wir uns morgen. Geld. Soll ich das verbrennen? Ich glaube nicht. So, okay. Uns ist zumindest jetzt nicht mehr kalt. Wie sieht es mit Wasser aus?
Ah, Wasser. Sehr schön. So, dann brauchen wir Fleisch. Komm, legen wir noch so ein Beinchen drauf. So, das kriegen wir dann wenigstens Knochen. Ja. Wir probieren mal uns im Pfeil und Bogen aus. Und zwar mit schönen kleinen Häschen. Hallo Häschen. Häschen getroffen. Oh ja, das Hasenfell ist eigentlich ganz gut. Dann ich kann mir daraus, glaube ich, irgendwas kann ich mir mit dem Hasenfell bauen. Und ich kann den Pfeil... Oh, ich krieg den Pfeil wieder. Das ist nice. Ich krieg den Pfeil wieder. Das ist schön. Ah, und wir haben eine Knochenbox. Geil. Sehr schön. So. Ist das jetzt das Bein? Oh, Gott sei Dank. Nein! Das Bein essen. Hat er das Bein gegessen? Nee, oder? Doch. Ja, er hat das Bein Wieso? Wollte doch das Fleisch, nicht das Bein. Wir platzieren ja schon mal ein paar Stöcke. Steine sind voll. Trophäe brauchen wir eigentlich nicht. So. Wie sieht's denn hier aus? Unsere Hütte fertig bauen müssten wir auch so langsam mal. Haben wir hier noch Platz? Oh ja, wir haben noch Platz. Schokoriegel. Zwei nehmen wir mal mit. Alkohol. Schmerzmittel. Okay, nee, den Rest behalten. Halt, falsche Taste. Den Rest behalten wir erstmal. Okay. Wir haben das. Wir sind satt gefressen. Knochen. Sehr schön. Ja, wir haben tatsächlich. Wir haben den einen gegessen. Wieso? Okay, dann können wir das hier ablegen. So, wir gehen jetzt einmal schlafen. Und dann gehen wir speichern nochmal. So, es müsste jetzt wieder Tag sein normalerweise. Wenn ich jetzt nicht komplett... Ja, sehr schön, Tag. So, dann gehen wir nochmal speichern, da wir jetzt den Weg gerade schön geschafft haben. Das können wir überspeichern. So, wie sieht's hier aus? Okay. Ich kann hier noch was platzieren sogar. Oh, cool. Okay, durch mein eigenes Beet kann ich mich auch mit Nahrung wieder nach oben halten. Gehen die kaputt? Ne, ich glaube nicht. Die verlieren nur die Bären. Cool. Okay, dann müssen wir nicht mal was grillen. Den Hasen, der hier rumrennt, den können wir erstmal in Ruhe lassen. Wir werden es mal kurz wieder so machen. Und zwar, wir werden mal wieder Holzfällen gehen. Und machen wir auf. Einer da. Einer da ist gut. So. Dass meine Hütte auch mal langsam mal ein Dach bekommt und vor allem auch mal alle vier Wände bekommt, die sie verdient hat, meine Hütte. Ach ja, das war ja das mit der... Peter... Bleib da. Federn braucht man nach wie vor noch, denn ich würde mir noch wirklich gern mehrere Pfeile organisieren. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg insgesamt. So, hier ist auch keiner. Ich glaube, der Respawn von Bäumen habe ich im Moment sogar ausgestellt. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Stelle ich wieder an, wenn hier wirklich alles abgeholzt ist. Ich glaube, das ist legitim. So, Bäumlein fällen. Ach ja, waschen soll ich mir noch. Können wir gleich mal machen. Wir haben ja Gott sei Dank so gebaut, dass ein Fluss gleich nebendran ist. So, damit sind wir sauber. Einmal hinter den Ohren waschen, bitte auch. So. Ja, wir müssen leider auch mal wieder schnell ein paar Bäume fällen, damit wir unser, wir brauchen erstmal Ausdauer, damit wir unser Vorratslager wieder auffüllen können. Vor allem unsere Hütte fertig bauen können. Und dann steht eigentlich schon nächster Ausflug dran. Und zwar, wir haben die Seite hier eigentlich schon komplett erkundet bis hierhin. Das heißt, es geht als nächstes geht's in die Richtung. Und da wird es, glaube ich, nochmal richtig spannend. Denn da waren wir jetzt noch gar nicht. Und wir müssen ja nach wie vor Timmy finden. Hinweise auf Timmy finden. Hinweise finden, was hier überhaupt los ist, nämlich. Und, komm mal, das Ding durch. Jo, Fall. Baumfeld. Hinweise finden auf Timmy und die Passagiere auch dementsprechend. Wir haben noch ein bisschen was vor. Und langweilig wird uns, glaube ich, auch erstmal nicht. So, das hier, das hier, das hier. Da hinten liegt noch einer. Zusätzlich würde ich auch gerne noch die Waffen von mir ein kleines bisschen verbessern. Und mir vielleicht auch noch eine oder eine neue Waffe dazu holen. Also, die Toolist ist gerammelt voll im Moment noch. Na komm, hau das Ding um. Reicht die Ausdauer?
Nee, leider nicht. Cool ist auch, dass der Vogel ist gerade an das Ding rangeflogen und das Ding hat sich umgebogen. Also der Strauch hat sich umgebogen. Von den Details her ist das Spiel schon cool gemacht. Es kam jetzt auch wieder das ein oder andere Update für das Spiel raus. Mal ein paar Stöcke noch mitnehmen. Das ein oder andere Update. Ich habe mir leider die Patch Notes nicht angesehen, was da genau an Updates kam. Aber ich glaube, es wurde sogar der ein oder andere neue Inhalt hinzugefügt. Denn es ist ja noch ein bisschen Luft nach oben für das Spiel da. War das jetzt... War das nur einer mit drei? Dein ist immer voll. Der schöne Vorteil ist natürlich auch, wenn ich hier dementsprechend alles abgeholzt habe, dass ich einen größeren Überblick habe und nicht mehr so schnell, ja, irgendwelchen Leuten in die Hände laufe, denen ich nicht in die Hände laufen möchte. Alter, ist auch noch einer. Ich kann mein Stocklager nämlich auch gleich wieder mit auffüllen. Und ich glaube, ein Wagen hat für eine Wand gereicht. In welche Richtung fällst du? Das Problem ist nämlich, wenn der Baum auf mich drauf fallen sollte, wäre das mein sicherer Tod, denn die Bäume können einen auch erschlagen. Das ist ein bisschen anders als in anderen Spielen, wo es egal ist, ob der Baum auf dich drauf fällt oder nicht. Der fällt nämlich einfach durch dich durch. Ist hier nicht der Fall. Okay, das müsste, glaube ich... Ja, der ist voll. Beziehungsweise, nee, noch nicht ganz, aber fast voll. Okay. Ah, muss da ein Stein sein. Komm. Nein! Geh da vorbei! Mensch, Kinders. So, das ist nix. So. Einmal zurück ins Lager. Also dieser Karren für die Baumstämme ist Gold wert. Ich bin froh, dass ihr den gleich am Anfang gebaut habt. Ja, Ausdauer ist weg. So, dann können wir hier... Bingo. Nur das mit der Treppe... Hier muss ich mir, glaube ich, nochmal einen kleinen Boden davor bauen. Das mit der Tür ist ein bisschen doof im Moment noch. Denn raus komme ich zwar ohne Probleme, aber rein muss ich jedes Mal hoch, bisschen hochspringen, weil ich sonst hier an der Kante hängen bleibe. Das ist ein bisschen bescheuert. Das reicht sogar für zwei, oder? Für zwei Wände würde ein Karren reichen. Ich glaube, das mache ich offline. Dann müsst ihr euch nicht antun, wie ich in der nächsten Folge hier wieder nochmal Holz sammeln gehe. Ich glaube, das mache ich echt offline, das Ganze. Dann baue ich die Hütte erstmal so weit fertig, nämlich. Könnte noch ein Fenster rein eigentlich. Ja, können wir noch ein Fenster reinbauen. Auf jeden Fall, dass man mal rausschauen kann, denn da laufen gerne mal die Kannibalen vorbei. Und sagen Hallo hier unten. Vor allem bei der Wasserstelle halt. So, unsere zwei Regale. Könnte man ein bisschen effektiver sortieren. Schön wäre, wenn das Ganze gehen würde. Ja, wir nutzen jetzt leider nochmal die Gelegenheit. Dann habt ihr in der Folge hauptsächlich mal wieder gesehen, wie ich Bäume fälle. Gehört aber auch zum Spiel leider halt dazu, sodass man sich ein eigenes Lager baut. Nach wie vor, die Stelle für mein Lager finde ich eigentlich nach wie vor... Boah. Sag gerade, da steht wieder einer. Das Spiel macht mich fertig. Okay. Ja, gehört nach wie vor zum Spiel dazu. Ist ein Survival-Überlebensspiel, also, ja. Lebt damit. Letztendlich. Ja, mir fällen jetzt hier nochmal Bäumchen. Wenn ich den Ausdauer wieder komplett voll habe... werden dann erstmal unser Hütchen fertig bauen. Ich werde es aber, glaube ich, offline bauen. Den einen, also ich werde noch zweimal laufen müssen. Dann müsst ihr euch einmal zumindest nicht antun, wie ich nochmal einen Karren voll mache. Und ja, dann sollte das Ganze soweit wieder passen. Dann würde ich sagen, ja, dann machen wir für die Folge Schluss. Vielleicht noch als kleinen Info dazu. The Forest wird erstmal wie gewohnt weitergehen. Ich würde ein paar Umstrukturierungen, was die Spiele angeht, auf meinem Kanal machen. Mittlerweile ist es ja ein bisschen arg World of Warcraft bzw. Blizzard-lastig mit Diablo, Hearthstone, World of Warcraft. Allerdings, es kam halt das neue Add-on und alles raus. Deswegen, und ich bin so ein alter, ja, Warcraft-Spieler von der ersten Stunde an. Deswegen wird es da ein bisschen mehr geben. Allerdings, bei The Forest müsst ihr euch keine Gedanken machen. The Forest wird weitergehen, denn das Spiel ist nach wie vor, finde ich, sehr, sehr cool. Eigentlich, damit kann ich gar nichts anfangen, oder? Nee, echt nicht. Also The Forest wird nach wie vor weitergehen. Bei Conan bin ich noch unentschlossen. Vielleicht ist es schon abgesetzt oder vielleicht geht es nicht mehr weiter erstmal. Mal abwarten, bis da wieder ein Patch rauskommt. Weil da bin ich momentan so ein bisschen am Verzweifeln. Aber schaut einfach mal in meinen Kanalinfos. Die sind nach wie vor auf dem aktuellsten Stand. Da stehen dann drin, wann ich was dementsprechend auf meinen Kanal bringe. Lasst mir nach wie vor für jede Folge am besten ein Gefällt mir da. Denn das hilft mir immer zu sehen, okay, die Folge war gut, die Folge war schlecht. Oder, ja, es hilft auch anderen Leuten, meine Folgen besser zu finden. Desto mehr gefällt mir nämlich die Folge hat, desto öfter wird es bei anderen Leuten in den Vorschlägen angezeigt.
Und ja, sonst, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, solltet, abonniert mich noch. Jetzt habe ich mehr als genug gelabert und habe noch die 20 Minuten für die Folge sogar voll gekriegt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei The Forest. Macht's gut.